Mein Name ist Markus Sturm und ich bin Business Unit Manager bei der SZ.com und verantworte den Bereich Publishing. Ganz kurz zur SZ.com. SZ.com setzt seit 1995 als eines der ersten Unternehmen in Deutschland Database Publishing Projekte um. Seit 2006 schon, ja, ist SZ.com einer der erfahrensten und erfolgreichsten Implementierungspartner von Werk 2 in Deutschland. Nein, das ist nicht mein erster Print Day. Ich habe schon sehr viele Print Days besucht. Ja, ich bin bekennender Print Days-Fan. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, zu was Besonderes an der Veranstaltung ist, es sind mehrere Punkte. Zum einen ist eine exklusive Veranstaltung für geladene Gäste, die erste persönliche Veranstaltung der Branche seit Beginn der Pandemie, die nur noch auf Einladung stattfindet. Des Weiteren Knüpfen von neuen Kontakten und Erweiterung des Netzwerks, Networking mit Kunden und Fachleuten, welche sich die über die Jahre auch Freunde gebildet haben. Des Weiteren Diskussionen zu aktuellen Themen und Trends, die klassischen Rundtischgespräche mit Kunden und Fachleuten der Branche. Und natürlich nicht zu vergessen die hochkarätigen Vorträge, die Tipps, die Tricks, die Visionen, die ich jedes Mal gerne mit nach Hause nehme. Bedeutet uns sehr viel, da Publishing ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Dienstleistungsportfolios ist, benötigen wir einen zuverlässigen und sehr guten Software- und Technologiepartner. Die intensive und langjährige Partnerschaft zwischen Werk 2 und der SZ.com bedeutet uns sehr viel. Dies bezieht sich nicht nur auf die gute Software, sondern auch über die gute Zusammenarbeit in Projekten. Darüber hinaus haben wir als langjähriger Solution-Partner einen sehr tiefen Erfahrungsaustausch sowie gemeinsame Veranstaltungen, zum Beispiel die Publishing Spezial jedes Jahr, einen Tag vor unserer Update. Der zukunftsorientierte und auch visionäre Blick seitens Werk 2 ist für die SZ.com sowie auch für unsere Kunden sehr, sehr wichtig. Und des Weiteren, ja, über die Jahre hat sich auch die ein oder andere Freundschaft entwickelt.